besten ja eigentlich irgendwo in den Bäumen hängen. Und ich bin der Meinung, man hat die auch gehört, wenn die unterwegs gewesen ist. Will mal hier nochmal schauen, ob du noch irgendwie ein Quest hast. Frühstück und lästige Füchse. Das kriegen wir doch hin. Weiß halt leider gerade nicht mehr so. Ne, weil bei mir halt das OBS-Fenster da ist. Wie viel Schuss wir haben. Aber wir sollen ja nur zwei Füchse töten. Das heißt, zwei Schuss sollten hoffentlich reichen. Boah, ist schnell. Oh, wenn man weiß, dass man den Schuss nicht versammeln darf, ne? Muss mir echt mal wieder Munition kaufen. Einmal noch mal hier ran. Das Fleisch da aufladen. Ja, die sechs Eier und das Schweinefleisch, das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Ich weiß gar nicht, ob ich die Eier jetzt schon verkauft habe. Ich glaube, die müssten noch da drin sein. Dann haben wir $200 wieder reingekriegt. Die sechs Eier hatte ich auch schon. Aber das heißt, rein theoretisch müssten wir oben auf dem Berg jetzt auch wieder für etwas Kohle. Ah, ich hab keinen Schuss mehr. Das wäre jetzt doof anzuhalten. Ich brauche Munition zunächst. Ich kann gerade nicht jagen. Das eigentlich. Hier kann man. Nee, kann man nicht. Das ist zwar offen, aber da kann man weder reingehen noch sonst irgendwas machen. Kaputt machen kann man auch nicht. Auch keine Nebenquests. Slevo. So, wir können hier noch mal reinschauen, ob wir hier gerade Munition kaufen können. Müsste ja auch, glaube ich, möglich sein. Nein, ist nicht möglich. Wir haben hier auf jeden Fall ein Bolzenschussgerät. Das hilft uns ja gerade auch nicht weiter.
So. Nee, nee. Das ist auch keine Ahnung, was das ist, Kuba. Das müsste ich mir halt alles noch irgendwie durchlesen, wofür man das Ganze dann irgendwann benutzt. Erstmal raus. Dahin. Da ist auch genügend Waldfläche. Dass man vielleicht auf Bienen trifft. Aber ich bin der Meinung, ich habe bis jetzt nur einmal Bienen gesehen im Spiel. Und da hatte ich leider nichts dabei, um die halt irgendwie einzufangen. Und ich kann mich halt leider auch nicht wirklich daran erinnern, wo, langsam, wo wir die gesehen hatten. Hallo, die Wildfleischlieferung. Wollen Sie Wildfleisch? Linke Hasen und Jagd. Dann kriegst du erstmal ein. Sich bei dir eigentlich? Ja, ich muss das jetzt rauslegen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und noch eins. Bei dem so ein großes hier. Ja, ich hab für dich gejagt. Bist du stolz, sagst du, ja? So, flinke Hase annehmen. Ist wieder da oben. Oh, über den Zaun komme ich nicht. Zu schwache Füße. So, ich höre Wind. Aber ich sehe leider immer noch halt keine. Bienen. Da ist der Hase. Langsam noch mal darüber laufen. Einfach querfeld ein. Rein theoretisch können wir dann gleich auch schon diese Wassergedöns aufstellen. Diese Windmühle. Weil ich glaube, 100 Metall hat uns gefehlt. 100 Metall können wir jetzt gleich kaufen. Das wäre also nochmal so mein Rest, glaube ich.
Dann würde ich mal sagen, geht das finanziell hier eigentlich schon recht gut. So einen Hasen zu fangen und den einmal hier beim Jäger abzuliefern, das ist ja ein Witz. Und dafür kriegen wir ja, glaube ich, irgendwie mit 200 oder so. Also werden wir jetzt gleich nochmal sehen. So, ansprechen, ich habe dein Kaninchen besorgt. Ja, 200. Das war halt einmal kurz da hochlaufen und das Ding abgeben. Gleich unten. Müssen wir halt noch einmal zum Shop fahren. Und einmal zum Baumarkt und dann können wir das Ding aufstellen. Bei dem Shop sollten wir auf jeden Fall nochmal Munition mitnehmen. Das Fleisch einmal verkaufen. So, verkaufen. Wildfleisch verkaufen. Perfekt. Dann können wir kaufen. Munition. Bin ich blind? Da. 1, 2. Ware kaufen, Kasse, jipp. Das eine liegt schon irgendwie gefühlt auf dem Anhänger, das andere lag hier auf dem Boden. Jetzt geht's einmal zum Baumarkt. Wie gesagt, meine Hoffnung ist gerade, dass wir einfach auf dem Weg zufällig Bienenblatt finden. Sehe ich zwar jetzt noch nicht so, sondern weil es jetzt wieder halt mega dunkel wird. Aber man soll ja niemals aufgeben, ne? Und ich sehe hier gar nichts. Ich will nur einmal Metall kaufen. Vielleicht sollten wir bei den Sichtverhältnissen wirklich auf der Straße bleiben. Ich komme hier wirklich so irgendwie gefühlt so Millimeter für Millimeter nur voran. Where's the road? Nichts mehr. Auto umgeben. So, einmal an der Leitplanke entlang. Genau den letzten Stückchen der Leitplanke. Och Leute, wirf mich doch nicht immer so herum. Auch nochmal drehen. Gar nicht. Ah, vielleicht so. Guck, da hüpft der Wagen zurück. Noch ein Stück. Yes. So dürft's klappen. So. Mal hier so vorfahren. Und wir brauchen jetzt zweimal Metall.
Kaufen. Danke für den Einkauf. Ja, danke, danke. Jetzt packen wir das ganz, ganz schnell hier auf unseren Wagen und bauen das Ding fertig. Und dann können wir schlafen gehen. Und dann nochmal. So. Muss noch kurz gucken. Ich glaube hier. Boah. Rechts. Und links. Und dann wieder rechts. Und dann kann man hier fast schon zwischen den Bäumen, glaube ich, durchfahren. Keine gute Idee. So. Und wir sind da. Und jetzt können wir, zack, eins, zwei. Boah, das ist ja gemein. Das hätten die mir von Anfang an irgendwie sagen können, bis wo das geht. Das ist ja doof. Weil dieses Sichtfeld, das wäre ja schon praktisch gewesen, das von Anfang an zu wissen. Weil jetzt weiß ich ja gar nicht, wenn ich das nach dem Motto jetzt nochmal neu praktisch starten würde. Halte gedrückt, um zu ernten. Nicht zum Entfernen. Erstmal brauchen wir hier Wasser. Bewässern, bewässern. Weil hätte ich das gewusst, hätte ich das doch noch deutlich weiter. Irgendwie hier in die Richtung gebaut. Weil dann könnte ich halt deutlich mehr Bewässerungsanlagen damit machen. Das ist doof, weil dann hätte ich den wirklich da irgendwo hingestellt. Jetzt macht es mich traurig. Einmal hier ausmisten. Fühlt es das Schwein noch mal größer? Nee, das und das sind beides voll die Riesen irgendwie. Seid ihr schwanger oder so? Müsst ihr werfen? Jetzt haben wir drei davon. Das ist, glaube ich, nicht so groß, das hier. Wie das hier. Das ist schon ein kleiner Klopper. So, das ist jetzt der Stand nach 21 Tagen. Jetzt noch mal Eier einsammeln.
speichern wir mal ab.